Jetzt stand es sogar in der Zeitung. Advent. Sind Sie in der richtigen Stimmung? Und? Sind Sie in der richtigen Stimmung? In der richtigen Adventsstimmung? Was immer das heißt. Advent ist eine Vorbereitungszeit und wir bereiten uns im Advent auf das vor, was da kommt. Das heißt für viele Vorfreude auf Weihnachten. Mit Weihnachtsmärkten und Weihnachtsgeschenken und Weihnachtskonzerten, Weihnachtsmusik und Weihnachtsduft und Weihnachtsbäckerei. Na klar, Weihnachtsbäckerei. Ohne geht's nicht. Für viele. Und Weihnachtsbeleuchtung. Die könnte auch helfen, um in Adventsstimmung zu kommen, in die richtige Adventsstimmung zu kommen. Mal ausprobieren. Ich weiß auch schon, wo. Das ist schon beeindruckend. Die haben sich ganz schön ins Zeug gelegt. Vielleicht hilft es, in Adventsstimmung zu kommen, in die richtige Stimmung zu kommen. Anderen vielleicht auch. Für mich tut es dann vielleicht manchmal auch einfach eine Kerze. Advent heißt, wir machen uns bereit für das, was kommt. Aber wie soll man das tun, wenn man wieder nicht richtig planen kann, wenn alles so unsicher ist und man nicht genau weiß, wie es wird? Wie soll man denn da in die richtige Adventsstimmung kommen? Ja, was kommt denn da noch auf uns zu? Advent heißt, wir machen uns bereit für das, was da auf uns zukommt. Und was da auf uns zukommt, ist vielleicht nicht immer fröhlich und unbeschwert. Das wissen manche immer schon, die nämlich diese Zeit einsam verbringen oder traurig. Was da auf uns zukommt, braucht vielleicht all unsere Kraft. Und wir brauchen vielleicht einen langen Atem. Und diese Zeit ist womöglich nichts für Ungeduldige. Advent ist nicht Weihnachten. Advent ist ja eine Zeit der Sehnsucht und des Wartens. Und vielleicht ist diese Unsicherheit, wie wird es werden, und dieses Warten müssen und Geduld haben müssen und sich wappnen, eher die richtige Adventsstimmung. Hier bei uns in der Kirche steht der Advent ziemlich im Zentrum. Gucken Sie mal. Hier, auf unserem Altarbild, mitten in der Mitte, zentral. Man sieht Maria, wie sie die Botschaft hört, dass sie ein Kind bekommen und es Jesus nennen soll. Und der Engel meint es gut und weiß auch, dass alles gut wird, aber Maria weiß es noch nicht. Sie ziert sich und ist offensichtlich alles andere als in Vorfreude und weiß nicht so recht, was sie davon halten soll, will das auch alles eigentlich gar nicht richtig. Und Maria ist eine kluge junge Frau, die nicht einfach alles so hinnimmt, sondern fragt, wie soll das gehen? Ich habe ja noch nicht mal einen Mann. Das bringt den armen Engel ein bisschen aus dem Konzept. Und er redet sich dann ein bisschen um Kopf und Kragen. Der Heilige Geist wird auf dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn, trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im 6. Monat schwanger. Und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich weiß nicht, ob Maria das überzeugt hat. Aber am Ende sagt Maria ja zu allem, was da auf sie zukommen soll. Ohne zu wissen, wie das wohl werden wird, ohne große Kontrolle über das zu haben, was da kommt. Vielleicht eher dunkle Vorahnung. Es heißt, Maria durch einen Dornwald ging. Von Rosen ist da ziemlich spät die Rede. Maria sagt ja und bereitet sich vor auf das, was da kommt. Advent eben. Maria besucht Elisabeth, heißt es. Und es heißt, Maria singt. Das hilft mir jedenfalls auch immer, gerade im Advent. Es heißt, Maria macht sich dann auf einen langen Weg mit Josef, bis es endlich soweit ist. In der richtigen Stimmung, vielleicht wie wir, wenn bei uns ein Kind unterwegs ist, irgendwas zwischen Vorfreude und Furcht. Und es gibt ja, weiß Gott, genug, wovor man sich fürchten kann in unserer Welt.
Vielleicht wie wir im Corona-Advent. Ganz unsicher. Hoffend, dass es gut wird. Auch wenn es ganz anders wird als gedacht und ganz, ganz anders als geplant. Advent heißt, wir machen uns bereit für das, was kommt. Und der wichtigste Satz in jedem Advent ist der, den die Engel immer fast als erstes sagen, den auch Maria hört. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, was immer kommen mag. Du musst es nicht alleine schaffen. Gott ist dabei.